Ich bin Thorsten Köster, Street- und Urban-Fotograf aus Stuttgart. Beruflich bin ich eigentlich in der IT tätig und die Fotografie ist dann zum sehr ausgebreiteten Hobby geworden von mir. Stuttgart ist für mich die liebste Stadt zu fotografieren, weil es meine Heimat ist und ich Stuttgart halt trotz aller Schwierigkeiten, die man so mit Stuttgart haben kann, einfach mag. Ich habe mit 9 meine erste Kamera bekommen, damals zu Weihnachten von meinem Vater, und war seitdem eigentlich dann der Familienfotograf, weil meine Eltern konnten beide nicht fotografieren. Ich konnte es mit 9 schon besser. Und das war dann, also diese Street- und Urban-Fotografie kam dann eigentlich so fließend. Irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass Bilder, wo Menschen mit drauf sind, im Urlaub oder sowas, interessanter sind, lustigere Szenen beinhalten als die Sehenswürdigkeiten an sich. Mein Stil, ich habe eigentlich keinen Stil, habe ich inzwischen festgestellt. Also vor ein paar Jahren noch habe ich nur schwarz-weiß fotografiert. Das habe ich inzwischen bleiben lassen. Ich bin mehr in der Farbe jetzt inzwischen drin. Und ich glaube, meine Bilder sind auch so, man erkennt, es gibt keine Erkennungsmerkmale, wo man sagt, ja genau, das hat Thorsten Köster fotografiert. Und das finde ich auch gut so, weil ich will mich nirgends einschränken. Ich will nicht sagen, ich mache nur so eine Fotografie, weil nur so erkennt man mich. Das wird mich komplett einschränken in der Fotografie, die ich eigentlich machen will. Deswegen mixe ich alles Stilmittel bunt durch. Das ist mein Stil. Ich habe keine bestimmte Vorgehensweise in der Hinsicht. Ich gehe halt raus, fotografiere, ohne mir jetzt einen großen Plan im Kopf vorzuspinnen oder sowas. Sondern ich lasse mich da einfach da ein bisschen im Strom leiten, von meinen Emotionen natürlich auch leiten, wie ich gerade selber so drauf bin und so. Und schaue einfach nach bestimmten Szenen. Es können lustige Szenen sein, es können auch ganz normale Szenen sein. Oder auch nach Strukturen, Formen, Flächen, Farben, die mich jetzt dann gerade in dem Augenblick dann auch ansprechen. Und die halte ich dann halt fest. Ja, es ist so, am Anfang ist es natürlich schwer, nah an die Menschen ranzugehen, weil man ja so eine persönliche Hemmschwelle auch hat. Zu sagen, da geht man dann halt mit einem relativ großen Objektiv dann halt an die Sache ran und ist ziemlich weit weg, das sieht man aber. Und die Herausforderung dann ist, wirklich nah an die Menschen zu kommen und die dann auch wirklich so einzufangen, wie sie dann halt gerade sind, auch jetzt ohne Hemmschwelle. Irgendwie. Das ist eigentlich so das Schwierige, sage ich mal, an der Streetfotografie, da seine eigenen Ängste vielleicht zu überwinden. Also ich selber komischerweise bin noch nie irgendwie komisch angemacht worden oder sowas. Viele scheinen es wirklich gar nicht mitzubekommen, dass ich sie fotografiere. Ich achte aber auch darauf, muss ich sagen, dass ich keine Menschen in irgendwelchen Situationen fotografiere, die für sie peinlich werden könnten. Menschen fotografiere ich schon recht gerne. Früher mehr, heute eher weniger. Für mich ist der Mensch eigentlich in meinen Fotos, der soll mehr so das schmückende Beiwerk sein zu den Szenen drumherum. Straßenfotografie als Hauptberuf ist halt eine brotlose Kunst. Wenn ich damit mein Lebensauskommen bestreiten könnte, würde ich es machen. Aber es ist nun mal so nicht möglich, also arbeite ich noch was Richtiges. Und nehmen halt die Straßenfotografie oder überhaupt die Fotografie als Hobby, aber schon als sehr ambitioniertes Hobby. Mein Name ist Alexandra Zettel, ich bin selbstständige Porträtfotografin aus dem Raum Stuttgart. Ich habe schon sehr früh entschieden oder eigentlich gewusst, dass ich Fotografin werden möchte. Um genau zu sein, war ich 9 Jahre, als ich das erste Mal die Idee hatte,
dass ich Fotografin werden möchte. Und tatsächlich habe ich es seit dem Zeitpunkt auch nicht aus den Augen verloren. Auf die Porträtfotografie bin ich gekommen. Es war eigentlich so ein bisschen mehr Zufall. Ich komme ursprünglich aus der Werbefotografie, wollte unbedingt in die Modefotografie. Habe auch mit Mitte 20 angefangen, Modefotografie zu fotografieren. Und dann kam ich in die Porträtfotografie, als ich schwanger wurde mit meiner ersten Tochter. Als sie auf der Welt war, wollte ich auf jeden Fall eine Basis für sie haben und nicht mehr herumreisen. Und habe dann mit Porträtfotografie begonnen. Die meisten Shootings bei mir persönlich finden in der freien Natur statt. Ich mag es, mit dem natürlichen Licht zu arbeiten. Finde auch dadurch, dass ich sehr viel mit Kindern arbeite, dass die viel natürlicher sind und sich natürlicher geben und bewegen, als wenn man da jetzt zwei Studiolampen aufstellt und es daran blitzt, das sind die eher verschreckt. Man sollte natürlich ein bisschen einfühlsam sein. Ich selber versuche schon immer bei der Porträtfotografie so ein bisschen hinter die Fassade auch zu schauen. Ich möchte gern das Natürliche oder auch die Seele des Menschen darstellen und zeigen. Das ist ein hochgestecktes Ziel, aber oft erreiche ich es auch. Und dadurch, dass ich hauptsächlich mit Kindern arbeite, die ja noch sehr unverdorben und natürlich sind, gelingt mir das dann doch auch oft. Ich fotografiere sehr gern auch privat. Also es ist nicht nur mein Beruf, es ist auch mein Hobby. Genau, auf Reisen habe ich auf jeden Fall immer meine Kamera dabei. Hier zu Hause habe ich jetzt, wenn ich jetzt nach Stuttgart gehe, habe ich eigentlich die Kamera so nicht dabei. Tatsächlich auf Reisen habe ich schon, habe ich schon viel Street-Fotografie, wenn man es so nennen kann, gemacht. Da habe ich dann so eine kleine Kamera dabei und alles, was mir so auffällt oder wird dann einfach aufgenommen und was mir gefällt oder so ein bisschen das Leben darzustellen oder so. Auch die Nebensächlichkeiten, also gar nicht unbedingt jetzt das Typische, dass unbedingt in Paris der Eiffelturm oder sonst was drauf sein muss, sondern ein bisschen auch die Straßenmusiker am Bande oder irgendwie in der U-Bahn habe ich schon oft fotografiert. Und ich finde auch, Street-Fotografie ist eher ungestellt. Also das sind ja eher so Schnappschüsse, möchte ich jetzt nicht sagen. Ich möchte es nicht abwerten, aber das sind ja eher so Situationen, die man da festhält. Ich weiß es zu schätzen oder finde es was ganz Besonderes, dass die Menschen, die Fotos von mir möchten, dass die mir vertrauen, dass die sich auch ein Stück weit öffnen und tatsächlich mir etwas vielleicht auch zeigen, was oder auf den Bildern nachher auch zu sehen ist, was sie sonst nicht der Öffentlichkeit zeigen.